haben ein Haus in Oberbayern aufgetan, das zwar schon fertig gebaut ist, aber der Garten, der wurde noch nicht angelegt. Highlight soll ein kleiner Naturpool werden. Und da kommt also eine Menge Arbeit auf unsere Gartenbauprofis zu, die wir diese Woche jeden Tag begleiten. Dieser Neubau braucht einen passenden Garten. Bisher sieht man nur Dreck und Unkraut. Kein Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. Das muss sich dringend ändern. Ein Fall für unsere Gartenretter. Das sind Chef Roland, Bauplaner Kai, Poolexperte Johannes, Gartenbauer Alex und Bauleiter Michi. Erster Tag. Roland und Kai treffen die Hausbesitzerin. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. So, wir gehen heute nochmal unseren Plan durch. Ja. Damit dann später für den ersten Baustellentag alles klar ist. Bisher ist Wohlfühlen weder vor noch hinter dem Haus angesagt. Doch der Plan verrät Großes. Hier wird sich, sage ich mal, das meiste abspielen. Der Biopool in der Mitte. Ein Naturschwimmbad. Roland Köchels Steckenpferd. Ich freue mich sehr, dass ich die Bauherren überzeugen konnte, einen Naturpool zu bauen und nicht einen Chemiepool. Wie man schon sagt, Chemie, genau. Also man muss nichts reinkippen. Und so soll er aussehen, der stylische Wohlfühlgarten. Als Herzstück der Naturpool. Hinter dem Haus ein gemütlicher Sitzplatz. Dazu kommen schöne Wege und eine Terrasse. Zusätzlicher Hingucker, eine Buhlbahn. Außerdem Rasen und Pflanzen. Bauplaner Kai weiß, bei Pflanzen ist Vorsicht geboten. Und das ist nämlich so, dass gerade die Sachen, die jetzt sehr exotisch sind, die super schön blühen, teilweise ein bisschen problematisch sind, weil viele Insekten damit nichts anfangen können, auch wenn die blühen, weil sie einfach zu sehr auf das Heimische spezialisiert sind. Im Baum- und Strauchbereich, da gibt es viele Sachen, die einfach dann Beeren oder Obst haben. Das ist für Vögel toll, für natürlich dann auch wieder für Insekten. Aber nicht nur Insekten sollen es schön haben. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Eigentlich ist keine unserer Baustellen einfach, weil irgendwo zwickt es immer. Also ob es die Zufahrt ist, die Höhenproblematik oder der Baugrund oder sowas, es ist immer irgendwo eng. Dieser Nervenkitzel, das braucht's. Ja. Ja. Vorfreude bei der Hausherrin. Das ist unser erster Garten und deswegen wird alles sehr besonders sein. Ja. Schon eine Woche später geht's los. Baustellenstart bei strahlendem Sonnenschein. Die Gartenretter rücken mit schwerem Gerät im großen Team an. Wir starten jetzt das Land nochmal alles ab und schauen, was wir heute alles vorhaben. Wie immer ein straffes Programm. Attacke! Das schöne Wetter kommt Chef Roland gerade recht. Die letzten Wochen waren eher bäh und jetzt, wo das Wetter schön wird, komme ich aus dem Büro raus. Geplant, gell? Der nagelneue Bagger kommt gleich zum Einsatz. Mit ihm hebt Chef Roland das Loch für den 6x3 Meter großen Naturpool aus. Auch die Zufahrt für die Arbeiten hinterm Haus wird präpariert. Kai kümmert sich um den Höhenunterschied zwischen Haus- und Grundstücksende und zeichnet erste Markierungen an. Aber so auf die Höhe von hier kommt von da noch eine Mauer. Weil ich ja jetzt hier einfach noch mal 1,20 Meter Höhenunterschied bis raus zur Grenze hab. Apropos Grenze. Irgendwas stimmt mit dem Verlauf nicht so ganz. Das ist halt jetzt das Blöde, dass dieser Bach auf deren Grundstück ist. Eigentlich sollte der in der Mitte sein, ist aber nicht. Jetzt wird's ganz schön knapp. Jetzt müssen wir was verschieben wahrscheinlich. Der Bach ist über die Jahre gewandert. Immer weiter auf das Grundstück des Neubaus. Das hat ernste Folgen. Wenn die Mauer auf dem Bachgrund steht, dann steht die nicht. Dann fällt die irgendwann so. Ja, so hoffentlich nicht, aber vielleicht schiebt sie so ein paar Zentimeter Jahr für Jahr raus. Ja. Auch das wollen wir nicht. Ja. Der Bach läuft auf der Grenze bzw. rechts davon, laut Plan. Ja. Und er läuft halt fakt mitten im Grundstück. Das Einzige ist, dass die Terrasse halt um 1,5 Meter schmaler wird. Das darfst du jetzt besprechen. Ich will nicht. Das wird dir nichts helfen. Kai muss also der Hausbesitzerin das Dilemma erklären.
Die ersten Tage sind immer die schlimmsten, weil da immer auffällt, was alles nicht funktioniert. Es läuft nie alles glatt und das ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache ist, dass dann zum Schluss alles passt. Während Kai noch letzte Details klärt, geht Roland seiner absoluten Lieblingsbeschäftigung nach, Baggern. Die beste Abwechslung, die es gibt. Der Kai lacht schon. Er strahlt vor allem auch Ruhe aus. Einmal am Tag. Das halte ich für ein Gerücht. Bei all dem Spaß, die Arbeit kommt nicht zu kurz. Bauleiter Michi verdichtet die Erde für den Sitzplatz. Wenn man hier unsauber arbeitet, kann es Probleme geben. Dann ist es nicht gescheit gepresst, also dann ist es lose aufeinander und es setzt sich halt mit der Zeit und dann geht es zusammen. Und dann stimmt die Höhe einfach nicht mehr. Das kennt man bei so billigen Wohnbau-Außenanlagen, da schauen irgendwann die Lichtschächte immer so weit raus. Das ist einfach, weil das nicht gescheit verdichtet ist und macht es runter. Stück für Stück arbeitet sich der Bagger vor. Schließlich soll schon bald die Stützmauer gesetzt werden. Und auch hinter der Garage arbeiten die Gartenbauer fleißig. Hier entsteht ein Weg. Die Steine werden dabei nicht Fuge an Fuge verlegt, sondern immer versetzt. Und das hat seinen Grund. Dazu der Tipp von dem Profis. Ja, also die Steine werden in einem Raster verlegt, weil das dann verzaunt, das Ganze. Und dadurch kriegt es eine höhere Festigkeit. Mit dieser Verlegetechnik sitzen die Steine auch nach Jahren noch perfekt. Tagesziel geschafft. Der Weg ist gepflastert. Die Umrandung für den Sitzplatz fertig. Und auch das Loch für den Naturpool ist geschaufelt. Der Garten nimmt bereits Formen an. Feierabend für heute. Passt. Ab nach Hause. Und morgen geht's weiter. Wer Pinguine auf. Entspannen in diesem Garten? Bisher absolut unmöglich. Doch das soll sich jetzt ändern. Wo bisher Unkraut wuchert und Dreck liegt, soll ein echter Wohlfühlgarten entstehen. Ein Fall für unsere Gartenretter. Das sind Chef Roland, Bauplaner Kai, Poolexperte Johannes, Gartenbauer Alex und Bauleiter Michi. Zum Baustellenstart wurde im Garten viel Erde hin und her bewegt. Die Steine für den Weg hinterm Haus wurden verlegt. Und das Loch für den Naturpool ausgebaggert. Auch heute erwartet die Jungs viel, viel Arbeit. Dann machen wir heute hinten weiter, oder? Ja, arbeiten wir uns von hinten raus. Okay, passt. Alles klar. Dann legen wir los. Auf geht's. Heute werden die Jungs von Maurermeister Tom unterstützt. Erste Aufgabe, die Mauer einmessen. Doch Tom bemerkt sofort den ersten Fehler. Ich kann nur noch einen Plan geben. Wenn der Plan nicht stimmt, dann der passt Kai er nicht. Der Kai hat gleich am ersten Tag gesagt, er macht den Plan neu. Aber bis jetzt ist er irgendwie noch nicht dazugekommen. Also nochmal ran und alles abmessen. Schließlich soll die Mauer ja auch richtig stehen. Doch das Problem scheint sich nicht zu lösen, weil alle bereits gesteckten Schnüre nicht stimmen. Jetzt muss komplett neu berechnet werden. 16,73 ins Quadrat. 11,75. Wurzel ist gleich. 20,44,6. Punkt vor Strich. Im Endeffekt ist das Problem, dass wir zwei feste Kanten haben, nämlich einmal die Hausmauer und einmal die Wand, die wir stellen wollen, und die sind exakt parallel zueinander. Wollen wir auf jeden Fall so bauen und ist auch so geplant. Das Problem, Haus- und Grundstücksgrenze sind nicht parallel, sondern leicht schräg. Beachtet man das nicht, stehen Hausmauer und geplante Stützmauer nicht gerade zueinander. Aber auf dieser Länge von 20 Metern von der Mauer heißt es, dass am Ende einfach um 10, 15 Zentimeter die Flucht nicht stimmt und die mussten wir jetzt einfach nochmal anpassen. Was haben wir? 20, 44, 5. Ja! Ja, wer hat recht? Ich sag ja nicht, dass du nicht recht hast. Du musst einmal, das musst du mal hinbringen. Ein Millimeter. Endlich sind die richtigen Eckpunkte gefunden. Jetzt müssen die Jungs aber Gas geben, denn der Beton für die Fundamente ist schon bestellt. Zusätzlichen Halt geben sogenannte Armierungseisen. Diese werden sowohl im Fundament für die Mauer als auch in der Poolbodenplatte verlegt.
Inzwischen kümmert sich Kai um die geplanten Gartenwege. Sie sollen sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Dazu hat Kai einen Tipp. So eine Architektur macht man es tatsächlich in der Landschaftsarchitektur manchmal so, dass man Leute erstmal durch einen Park laufen lässt und dann die Wege dahin baut, wo die Leute laufen. Also Wege zu bauen, die einfach nur aus Optik da sind, aber jetzt zum Beispiel im rechten Winkel irgendwo hinführen und dann abknicken, die benutze ich am Ende manchmal gar nicht, weil man normalerweise doch eher faul ist und den einfachsten Weg läuft. Schon rollen Betonpumpe und Mischer an. Der Weg für den Beton? Weit und kompliziert, denn es geht übers Haus. Das Betonieren, ein Knochenjob. Die Pumpe hat ordentlich Power. Mit der Rüttelflasche werden Luftblasen aus dem Beton gezogen. Danach noch ordentlich glätten und fertig. Einen Tag lang muss der Beton jetzt aushärten. Am nächsten Morgen werden die Betonwände für die Stützmauer und den Naturpool geliefert. Ein riesiger Autokran muss auch diese Teile übers Haus heben. Doch da passiert es. Ein Riesenschreck für alle. Die tonnenschweren Gegengewichte haben sich irgendwie vom Anhänger gelöst. Ja, mein, das ist einfach runtergerutscht beim Bremsen nach vorne. Und haben die Außenwand des Anhängers mitgenommen. Ratlosigkeit. Bauleiter Michi ist fassungslos. Es drückt schon gescheit auf Stimmung. Aber solange kann was passiert ist, war es sonst noch viel schlimmer. Nein, passiert. Schlag auf Schlag geht es weiter. Die riesigen Mauerteile schweben über das Haus. Mit vereinten Kräften werden sie in ihre Endposition manövriert. Hier ist Millimeterarbeit angesagt. Und dann, das erste Teil ist drin. Sitzt, wackelt und hat Luft. Sitzt erstmal. Wackeln ist nicht so gut. Fehlt nur noch der prüfende Blick auf die Wasserwaage. Alles richtig gemacht. Nach und nach werden die restlichen Fertigteile eingepasst. Trotz des kleinen Unfalls sind die Jungs absolut im Zeitplan geblieben. Alles wieder regelt. Wenn man dann erfahrene Leute dabei hat und die, wo das schon mal gemacht haben, dann hat das hier und läuft das wie am Schnürchen. Nicht ganz so reibungslos läuft die nächste Arbeit. Der Zaun zum Nachbarn soll gesetzt werden. Schwierig, denn die Grundstücksgrenze läuft nicht parallel. Dass wir da einen Knick drin haben, erstmal von der Richtung und dann haben wir einen Höhenknick drin, noch einen Meter. Dadurch ist das eine Rumgemesserei. Doch Bauleiter Michi lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er meistert auch den größten Knick. Währenddessen rollt bereits die nächste Ladung Beton an. Die Mauerteile müssen noch verfüllt werden. Mit einer sogenannten Bombe wird die graue Masse verteilt und anschließend schön geglättet. Fertig. Jetzt können auch endlich die Zaunteile montiert werden. Heute haben die Jungs ein großes Stück Arbeit geschafft. Der Pool hat seine endgültige Form bekommen. Der Zaun wurde fertiggestellt. Und die Stützmauer wurde betoniert. Der Feierabend ist redlich verdient. So, haben wir wieder einiges geschafft heute. Bock was, auf geht's. Morgen geht's weiter im Wohlfühlgarten. Dieses neue Einfamilienhaus braucht einen passenden Garten. Wo bisher nur Erde und Steine liegen, soll schon bald eine stylische Wohlfühloase entstehen. Ein Fall für unsere Gartenretter. Das sind Chef Roland, Bauplaner Kai, Poolexperte Johannes, Gartenbauer Alex und Bauleiter Michi. An Tag 2 haben die Profis die Betonfundamente gegossen und geglättet. Außerdem wurden die Poolwände eingepasst. Auch die Stützmauer hat ihren Platz gefunden und zu guter Letzt wurde der Zaun fertiggestellt. Heute haben die Jungs wieder ein straffes Programm. Die Folienverleger kommen gleich.
Wir müssen den ganzen Leitungsbau machen, Johannes. Den Skimmer müssen wir jetzt gleich am Anfang einbauen, relativ flott. Und die ganzen Durchbrüche. Dann geht's los. Zuerst kümmern sich Roland, Michi und Johannes um den Einbau des sogenannten Skimmers, also den Oberflächenreiniger für den Pool. Also wir wollen natürlich, dass das nachher super toll ausschaut. Und das Ziel ist das, dass dieser Skimmerdeckel genau in der Ecke von so einer Großformatplatte drin sitzt. Also nicht irgendwo willkürlich und dann schnipselt man den ein, sondern genau da ist die Flucht von einer Großformatplatte genau in der Ecke drin, nimmt man dann den Skimmerdeckel raus. Und das haben wir jetzt ausgefuchst und wenn der Michi keinen Scheiß schneidet, haut es so hin. Aber der Michi ist ja Profi und macht das schon ganz richtig. Rundherum emsiges Treiben, denn die Zeit drängt. Die Folienschweißer warten schon auf ihren Einsatz. Schwierige Droh ist, wenn wir jetzt so just in time arbeiten müssen. Wir müssen es jetzt relativ schnell hinkriegen. Und wir haben auch Klebestellen drin, die fest werden müssen. Bei den Temperaturen jetzt morgens brauchen die auch noch länger zum fest werden. Jetzt ist es halt knackig. Klebestelle 1, das Licht für den Pool. Doch das ist heute gar nicht so einfach. Na, jetzt läuft der Scheiß da oben. Ah, Mist. Warum hält das da oben nicht? Ja, weil es staubig ist. Der läuft wie die Sau. Normal läuft der nicht so. Abreagieren am Beton. Die Aussparung für den Skimmer. Dann kann das Edelstahlteil eingepasst werden. Millimetergenau wird der Oberflächenreiniger ausgerichtet. Jetzt muss er nur noch in der richtigen Position verankert werden. Dann bleibst du da stehen, nicht bewegen. Drei Pflastersteine halten den Skimmer in seiner Endposition. Also ich hasse ja so nachträglich rausschneiden und rumpopeln und so, aber einwandfrei. Super. Perfekt. Aber nur weil der Alex so spitze ist, gell? Ja. Nur weil vier Leute da hier gewurschtelt haben. Ja, genau. Nein, weil ich da bin. Ohne mich hätte es ja wahrscheinlich die halbe Zeit gebraucht. Während Johannes noch die Fugen ausschäumt, stehen die Folienschweißer schon in den Startlöchern. Zuerst wird ein spezielles Teichvlies verlegt. Das sorgt dafür, dass die Folie gegen Risse durch kleine Steinchen oder Reibung geschützt ist. Mit Heißluft wird Abschnitt um Abschnitt verschweißt. Und dann kommt die tatsächliche Teichfolie drauf. Dazu der Tipp vom Profi. Bei Folien ist es so, dass man auf die UV-Strahlung achten muss. Also wenn Folien frei liegen oder wenn der Pool oder der Teich jetzt mal, warum auch immer, ohne Wasser sind, dann ist es schon so, dass die Folie sich verziehen kann bzw. auch rissig wird durch die UV-Strahlung. Die Bereiche, die außerhalb vom Wasser sind, die muss man gegen UV-Strahlung schützen. Was hier so unscheinbar aussieht, ist eigentlich das Herzstück der Poolanlage, der riesige Filter. Mit vereinten Kräften wird er an die richtige Stelle gehievt. Jetzt müssen wir da mal dran. Ja. Dran. Setzen wir ab. Zu mir rum, ist wurscht hier. Noch ein bisschen hin und her gedreht, dann sitzt der Poolfilter. Jetzt müssen nur noch die Leitungen und die Rohre angeschlossen werden. Für einen echten Profi ist das natürlich gar kein Problem. Das ist die ganze Bedienungsanleitung. Das reicht doch. Es ist immer das Gleiche, aber jedes Mal hat man irgendwas anderes vergessen. Also bei mir ist es zumindest so. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die kennen das dann irgendwann ohne Bauplanung und ohne Bedienungsanleitung. Bei mir ist das meistens nicht so. Der für Rohr A oder der für Rohr C? Der ist dann für den. Und der für den. Am Ende sitzt wie immer alles perfekt und kann verklebt werden. Bist du drin? Ist schon drin. Drin und dran. Die Zu- und Ableitungen für den Poolfilter sind fertig und können jetzt zugeschüttet werden. Als nächstes warten die Granitsteine für die Pooltreppe auf ihren Zuschnitt. Warten. Genau das richtige Stichwort. Die Handtrennsäge springt nicht an, aber Bauleiter Michi kennt das Problem. Lass die Zündkerze nass und dann brennt es kein Funken. Als Bauleiter muss man auf alles gefasst sein. Deshalb weiß Michi sich und der Säge auch zu helfen. Die Zündkerze wird kurzerhand mit dem Feuerzeug getrocknet. Ob das hilft?
Und wie die Säge läuft. Die Granitsteine können zugeschnitten und dann als Stufen eingesetzt werden. Wieder ein großes Stück geschafft im Garten. Die Treppe ist fertig. Der Skimmer wurde eingebaut. Und der Poolfilter wurde gesetzt. Von morgen packen wir's. Jo, dann haben wir zusammen. Dann geht's los. Morgen geht's weiter. Hier soll eine stylische Wohlfühloase entstehen. Bisher kaum vorstellbar. Denn außer Unkraut gibt's hier noch nicht viel zu sehen. Doch das soll sich jetzt ändern. Ein Fall für unsere Gartenretter. Das sind Chef Roland, Bauplaner Kai, Poolexperte Johannes, Gartenbauer Alex und Bauleiter Michi. An Tag 3 war mächtig was los. Der riesige Filter wurde eingebaut und die Zu- und Abläufe angeschlossen. Die Granitpooltreppe ist fertig gesetzt und auch heute steht Großes auf dem Programm. So, jetzt mal hübschen Erdbau machen wir heute und dann werden wir richtig viel schaffen heute. Und los geht's. Michi und Alex kümmern sich erst einmal um die Kantensteine für den Weg. Ein sogenannter Plattenheber hilft dabei, die Steine in die richtige Position zu hieven. Mit viel Gefühl werden die Blöcke exakt aneinander geklopft. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass wir das blöde Rohr einbauen wollen und wir haben es echt vergessen. Und das Dumme ist, dass wir jetzt ewig umeinander gucken müssen. Ja, es liegt im Lagerplatz, liegen hunderte Rohre, hunderte. Aber wir haben es echt einfach verpennt, das mitzunehmen. Ich habe noch an alles gedacht, den kleinen blöden Dreckswinkel da zum Ankleben. Aber das ist Rohr und der nächste Baustoffhändler ist irgendwie 20 Kilometer die Richtung. Also ist einer wieder dreiviertel Stunde unterwegs. Gell, Alex? Ja? Der ist wieder dreiviertel Stunde dagegen umeinander fahren. Ja, wer bezahlt's? Der Chef, weil er zu blöd ist. Sehr ärgerlich, sehr frustig. Wurscht, hilft nichts, müssen wir machen. Na, so ein Scheiß. Alex nimmt's mit Humor und fährt los. Roland arbeitet derweil seinen Frust einfach weg. Wichtig bei dieser PVC-Verklebung ist eigentlich, dass es ein Profi macht. Warum? Weil wenn diese Leitung jetzt eingebaut ist, da kommt Plattenbelag und so weiter drauf, da kommt kein Mensch mehr hin, das muss sicher dicht sein. Und wenn das nicht dicht ist, dann kriegt man es mit, dass der Teichwasserspiegel irgendwie, irgendwas passt nicht und dann tröpfelt es halt hier raus. Während die Wegeinfassung Formen annimmt und Roland seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, trifft auch Alex endlich wieder ein mit den heiß ersehnten Rohren. Die sollen den Pool vor dem Überlaufen schützen und müssen durch die Böschung, damit das Wasser abfließen kann. Geht nicht, gell? Weder Rohrgewalt noch Trick 17 helfen. Das Rohr will nicht durch. Kannst du knicken? Das kannst du vergessen. Vielleicht geht's ja von außen leichter. Und jetzt ist auch noch das Rohr verstopft. Ach, ist das ein Scheiß. Hast du mal da unten gegen das Schädel? Jetzt hab ich das Rohr auch noch kaputt gemacht. Da hilft wohl nur schweres Gerät. Der Bagger muss ran und die schöne Böschung ist hin. Und alles bloß, weil wir das Rohr vergessen haben. Oder du, Michi, du hast es vergessen. Irgendwann muss er schuld sein, oder? Ja, wenn du kein Problem damit hast, dann bist du der Schuldige. Dann ist der Überlauf endlich fertig und kann zugeschüttet und verdichtet werden. Aber das nächste Problem wartet schon. Die Böschung hinter der Stützmauer soll hergerichtet werden, fast im Blindflug. Und wie schaut's aus? Ich sehe gar nichts. Alex eilt seinem Chef zu Hilfe und dirigiert. Also so beschissen zum Arbeiten da. Die Steine sind sau schwierig, weil die kein schönes Gesicht haben. Aber für da unten. Da wächst Gras über die Sache und dann ist das gegessen. Trotzdem muss auch diese Arbeit gewissenhaft ausgeführt werden. Johannes und Jakob kümmern sich zwischenzeitlich um die Poolumrandung.
Mörtel wird als Untergrund aufgetragen. Die Abschlussplatten brauchen einen Keil, damit sie gut halten. Dazu der Tipp vom Profi. Man hat den Keil, man sollte aber dann nicht die ganze Platte bis oben hin, also nicht so aufkeilen, sondern man sollte so ungefähr ein Drittel von der Plattenstärke ungefähr oder vom Stein, wenn man pflastert, einbinden lassen im Keil und dann den wirklich auch relativ schräg, so 45 Grad ungefähr abschrägen lassen, dass wenn man dann eine Pflanze oder einen Rasen drauf hat, das nur ein bisschen Erde drunter ist. Weil sonst wird dieser Bereich vom Keil immer austrocknen. Im Sommer haben wir dann so trockenen Rasenstreifen oder Stauden, die man da hinpflanzt, die können dann nicht wachsen. Bei Johannes und Jakob läuft's, bei Alex und Michi eher nicht. Was machen wir jetzt da? Die untere Stufe ist nicht gerade. Die macht eine Banane, sagen wir. Die ist gebogen. Und dadurch, wenn ich jetzt die obere drauf liege, kippelt die. Weil was nicht passt, wird passend gemacht. Mit dem richtigen Werkzeug alles kein Problem. Der Steinschleifer muss helfen. Nächster Versuch. Die Terrassenstufe sitzt. Mittlerweile ist auch der Poolfilter mit Spezialkies und Wasser gefüllt. Verbunden ist er mit einer Pumpe. Die Pumpe nimmt aus dem Schwimmteich oder aus dem Pool das Wasser raus, fördert es dann in das Rohr und drückt es unten rein. Und dann sickert es durch diesen ganzen Kies durch und dann läuft drüber das saubere Wasser und wieder zurück in die Düse. Vor dem ersten Einsatz wird der Kies durchgespült. Damit die Steine ihre säubernde Wirkung nicht verlieren, muss der Vorgang einmal im Jahr wiederholt werden. Blowern nennt man das. Michi und Alex sind mittlerweile bei den Großformatplatten angekommen. Mit Hilfe einer Vakuumsaugplatte geht das fast wie von selbst. Geschafft. Die Poolumrandung und die komplette Terrasse sind verlegt. Die Mauerböschung mit Steinen stabilisiert. Gut. Packen wir's, zusammengeräumt ist es. Morgen geht's weiter. Wohlfühlgarten zu bauen ist harte Arbeit, wie wir ja diese Woche sehen konnten. Neue Terrassen, ein gemütlicher Sitzplatz, neue Einfahrt, Pflanzen und natürlich das Highlight, ein Biopool mit Abdeckung. Und zu guter Letzt der Rasen. Heute ist nämlich Endspurt für unsere Gartenprofis. Hier soll ein stylischer Wohlfühlgarten entstehen. Steine und Erde laden bisher nicht zum Entspannen ein. Doch das soll sich jetzt ändern. Ein Fall für unsere Gartenretter. Das sind Chef Roland, Bauplaner Kai, Poolexperte Johannes, Gartenbauer Alex und Bauleiter Michi. An Tag 4 hat Roland die Mauerböschung mit Steinen stabilisiert. Die Poolumrandung und die komplette Terrasse wurden fertig verlegt. Johannes hat den riesigen Poolfilter in Betrieb genommen. Und jetzt geht's für die Jungs zum Endspurt. Den Rasen machen wir. Ja. Wir zwei kümmern uns um den Pool. Und Mulch machen wir auch noch. Ein straffes Programm. Denn der Garten soll heute fertig werden. Zuerst wird Humus in die Pflanzbeete gekippt. Ein nahrhafter Boden für das Grün im Garten. Rund 400 Stauden, 30 Sträucher und 3 Bäume haben die Jungs aus der eigenen Baumschule mitgebracht. Die müssen erstmal abgeladen werden. Staudenmeister Markus weist den Azubi ein. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir auch wirklich das pflanzen, was der Kunde haben will und nicht irgendein Gras, das da nicht reingehört. Du siehst jetzt das Chinaschilf, hat diesen weißen Streifen. Ja. Und das ist ein Gras, das da gar nicht reingehört. Nach dem Ausputzen werden die Pflanzen an ihren Bestimmungsort gebracht. Schatten- und Halbschattengewächse für die Beete hinterm Haus. Bevor das Grün wirklich eingepflanzt wird, stellt Markus die Töpfchen erst einmal hin. Es ist immer so bei der Pflanzung, dass man erst einmal die Pflanzen komplett ausstellt, damit man da ungefähr mal einen Gesamteindruck kriegt. Und erst wenn die Beete komplett gestellt sind, der Kunde und der Chef und ich zufrieden sind, dann wird gepflanzt. Wenn der Gesamteindruck stimmt, kann's losgehen. Für das tatsächliche Einpflanzen hat Markus einen wichtigen Tipp.
Der Wurzelballen sollte aufgelockert werden. Sonst geht eben dieser Ringwuchs im Boden weiter, weil die Pflanze in dem Topf da unter Umständen schon 2-3 Jahre sitzt. Aber man schneidet einfach die Wurzeln an und regt dadurch wieder das Wurzelwachstum an. Nach und nach wird das Grundstück grün. Michi kümmert sich um die Befüllung des Pools. Ganz normales Leitungswasser kommt rein. Verwendet wird dabei ein Spezialaufsatz. Das ist eine Phosphatkartusche und das füllt das Phosphat raus. Weil das Phosphat ist quasi ein Nährstoff für Algen. Da wir Algen nicht haben wollen, filtert man das einfach raus, damit die keine Grundlage haben zum Wachsen. Rund 32.000 Kubikliter Wasser fasst der Naturpool. Als nächstes geht's an den Rasen. 92 Rollen müssen verlegt werden. Etwa 35 Euro pro Quadratmeter kostet das, inklusive Arbeitszeit. Dafür hat man von Anfang an ein sattes Grün, wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet. Da ist jetzt wichtig, dass die Kanten wirklich sauber zusammen sind, dass keine Luft ist, sonst wird die Stelle trocken. Bahn um Bahn verlegen die Jungs den Rollrasen. Mit ein bisschen Puzzeln passt am Ende alles. Damit der Rasen auch gut wächst, streut Kai Naturdünger aus, aber nur auf das Gras. In die Richtung Wasser werfe ich jetzt absichtlich gar nicht, weil wenn ich auch nur irgendwie eine Hand Dünger ins Wasser werfen würde, dann würde uns das ganze System umkippen. Apropos System. Roland ist aufgefallen, dass dem Poolsystem ein wichtiges Detail fehlt. Kam wieder so nachts um 12:30, wo ich nicht schlafen konnte, dachte mir, Mensch, wir brauchen doch da eine Rückschlagklappe. Immer dann, wenn er nicht denken soll, dann fallen ihm ganz blöde Sachen. Danke, Kai. Das heißt, Roland muss noch mal ran an den Pumpenschacht und basteln. Uns ist aufgefallen, dass wir noch ein Rückschlagventil einbauen müssen, weil der Filter höher liegend ist. Wenn jetzt zum Beispiel die Pumpe ausfällt und wenn es nur 10 Minuten ist, dann drückt er zurück. Und wenn wir das Rückschlagventil nicht einbauen, dann läuft der Filter leer und der hier über und ist schlecht. Während Roland also weiterwerkelt, verteilt Kai Braunkohlemulch in die Pflanzbeete. Der dient nicht nur zur Deko, sondern ist gleichzeitig auch Dünger für die Pflanzen. Das Problem mit dem Ventil scheint mittlerweile auch gelöst. Viel einfacher als gedacht. Die Bohrung, das sorgt dafür, dass dann die Leitung leer läuft. Dann kann der Filter gar nicht leer laufen. Da bedarf es nur dieser kleinen Bohrung hier. Das da hier. Da kommt dann Luft in die Leitung und dann kann es nicht mehr zurücklaufen. So einfach. So easy. Ja. Kleines Loch, große Wirkung. Die Arbeiten nähern sich dem Ende. Die Buhlbahn bekommt ihren finalen Belag. Sogenannter Brechsand. Unkraut hat es hier besonders schwer durchzuwuchern. Und auch die Hofeinfahrt ist fast fertig. Michi setzt die letzten Steine. Anschließend wird das Pflaster mit Sand verfugt. Wichtig dabei, immer diagonal fegen, sonst wird der Sand sofort wieder aus den Fugen rausgekehrt. Nach 8 Wochen Bauzeit ist das Projekt endlich fertig. Es hat sich viel getan. Von der Wüste zum Wohlfühlgarten war es ein langer Weg. Und die Jungs? Sind sie zufrieden? Das Ergebnis ist toll, aber ich denke, das kann man erst nach 3-4 Jahren beurteilen beim Garten. Weil dann kommt das, was wir als Gärtner einfach, sag ich mal, den Hobbyleuten voraus haben, dass wir wissen, wie schaut ein Garten dann aus. Und der soll ja für 30 Jahre schön sein, nicht jetzt für die nächsten 2. Und was sagt die Hausherrin zu ihrem neuen Traumgarten? Jedes Mal, wenn wir auf die Terrasse gehen, freuen wir uns, dass wir jetzt so einen schönen Garten haben. Und ja, wir haben nicht gedacht, dass man wirklich so viel draus machen kann. Von den Belägen her finde ich es toll, von der Aufteilung her, von den Flächen finde ich es sehr, sehr gut. Die Bepflanzung ist jetzt eher mediterran geworden. Wir wollten einfach so ein bisschen Urlaubsfeeling bei uns im Garten haben, gerade mit dem Pool. Und da haben wir einfach gedacht, gerade in der Ecke wären mediterrane Pflanzen einfach schöner. Wasser, Grün und stylisches Design. Ein echter Wohlfühlgarten eben. Herrlich. Ja, und